Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Alone in the Dark. Ja, das ist für heute die erste Folge. Später kommen dann noch die Folgen von Let's Play Mount & Blade, von Let's Play Star Wars Republic Commando, von Let's Play Fallout Shadow War und zuletzt die ADA-Analyse, die mache ich heute zuletzt. Mal sehen, wie lange die heute wird, wegen einigen Terminen und so, aber mal gucken. Ja, bevor wir anfangen, einige werden es hier bemerkt haben, beim letzten Part gab es ein bisschen, wie soll ich sagen, es war nicht komplett drauf, es wurde am unteren Rand ein bisschen was abgeschnitten, ich habe mich dem angenommen und musste dafür einiges umstellen. Ich hoffe, jetzt passt das alles. Beim letzten Mal haben wir mit dem Spiel angefangen. Wir haben so ein bisschen die Vorgeschichte von Edward Carnby und von Emily Hartwood gehört. Und wir sind im Anwesen der Seto angekommen, wo wir das erste Monster getötet haben. Und da machen wir jetzt auch gleich weiter. Ich gehe ganz kurz hier in Pause. Man sollte wissen, dass ich habe gestern noch ein bisschen gelesen. Und ja, wir sind übrigens im Jahr 1923 und das Anwesen befindet sich in Louisiana. Das wollte ich noch kurz sagen. Und jetzt gucken wir mal, dass ein Monster kam. Aus dem Fenster. Hallo Zombie. Och nö. Okay. Wir machen wieder hier auf Fight. Dein Zombie hatten wir aber letztes Mal das erste Mal, weil wir das erste Mal gestorben sind. Dann noch 13 Leben. Ich hoffe, wir überleben den Zombie. Stirb Zombie. Roundhouse Kick. Carnby ist in der Stadt. Der ist Gott sei Dank sehr langsam, da war dieses bezahnte Viech beim letzten Mal deutlich schneller. Er kam gerade von unten, haben wir kurz gesehen. Aber er lebt auch wieder lange hier. Okay, wir haben ihn getötet. Ja, cool. So, jetzt wollte ich mich hier mal umschauen. Also hier hinten sehen wir das Klavier. Ich glaube erstmal hier vorne. Hier ist ein Schaukelpferd. Da gucken wir mal, ob wir searchen können. Wir haben auch eine Öllampe beim letzten Mal gefunden. Open Search. Das hier ist unser Suchvorgang. Und irgendwie geht er da nicht hin, wo er hin soll. Naja, gut. War hier sonst noch was? Ich glaube nicht. Also Schaukelpferd scheint nichts zu haben. Der Zombie kam jetzt von unten. Wir haben so einen bei der letzten Folge, wie gesagt, schon mal gesehen, wo wir gestorben sind. Ihr habt halt da zum Beispiel nicht das Game Over gesehen. Okay, dann würde ich mal gerne hier gucken. Hier knarzt es so. Es sieht immer noch ein bisschen seltsam aus. Können wir sonst noch was machen? Wir könnten noch bewegen. Probieren wir mal, das Schaukelpferd wegzudrücken. Da tut sich aber rein gar nichts. Okay, dann gucke ich mal hier wegen Open Search. Dahinter. Nichts Wichtiges. Nothing important. Okay. Da hat es zumindest geklappt. Das Schaukelpferd scheint ja auch nichts Wichtiges zu haben. Das sieht schon so ein bisschen albern aus. Beim Boden scheint auch nichts zu sein. Dann würde ich mal gern in den diesen Truhen gucken. Ja, bevor wir runtergehen, ich hätte gerne eine Waffe. Ich habe keine Ahnung, wo der gute Edward seine 38er hat. Wichtiges.
nichts Wichtiges. Offenbar dauert es immer einen Moment. Nichts Wichtiges. Okay, dann habe ich hier da hinten, glaube ich, eine Tür gesehen. Da sieht mir zumindest wie eine Tür aus. Das ist bestimmt eine Tür, aber bevor wir hier rausgehen, laufen wir mal irgendwas bei dem Fenster noch. Da kam ja gestern das erste Monster durch. Ich bin sehr froh, dass wir den Zombie jetzt ohne... Ich glaube, wir haben ihn geschafft. Ja, wir haben ihn geschafft ohne... ohne Schaden zu nehmen. Das ist gut. Da ist der... die Falltür. Da kam der Zombie gerade durch. Und hier geht was auf. Wir finden einen alten... ein Old Indian Cover. Indien ist ja entweder indianisch oder indisch und Cover, das sieht mir aus wie ein Teppich. Den wollen wir. Wer weiß, wozu wir den brauchen. Einen alten indianischen Teppich. Wir können ihn fallen lassen. Ja, who knows, wofür wir den brauchen. Ist hier sonst noch was drin? Nichts Wichtiges. Okay, aber der Teppich war wichtig. Das Klavier hier will ich natürlich auch untersuchen. Da könnte ja ein Brief drin sein und so. Aber ist was in der Kiste? Scheinbar nicht. Man merkt auch, die Kamera ist hier ganz interesting. Ach, die Kiste haben wir falsch rum geöffnet. Die Kamera ist hier ganz interesting, weil das ist ein beste Kamerawinkel. Ich mir die Kiste hier nochmal angucken. Eine Rifle, eine Waffe. Sehr schön, her damit. Das war eine Schrotflinte, glaube ich. Was ist denn hier hinten noch? Hier sieht es noch in einer anderen Kiste aus. Wir sind hier auf dem Dachboden. Nichts Wichtiges. Und das da hinten sieht mir nach Büchern aus. Wollen wir natürlich auch hinschauen. Wir wissen ja, hier soll eine geheime Bibliothek sein und wichtige Bücher. Das wissen wir von Emilys Einführung. Das sind bestimmt Bücher hier. Ja, wir haben ein Buch gefunden. Surprise, surprise. Noch irgendwas hier? Nichts Wichtiges. Okay, das Buch lesen wir gleich. Ja, diese Kameraführung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, genauso wie gesagt, die Steuerung. Da ist nichts Wichtiges drin. Hier an der Seite vielleicht noch. Da ist auch nichts. Okay, dann schauen wir mal. Wir haben jetzt ein Buch. Das können wir lesen und werfen. Buch werfen ist sinnvoll. Hier haben wir eine Schrotflinte. Leider hat die nur 4 Schuss. Das ist wenig. Den alten Teppich und die alte Lampe, also die Öllampe. Die hat im Moment halt hier kein Öl. Okay. Jetzt will ich noch kurz mir die Tür da vorne anschauen, oder beziehungsweise das Klavier. Oh, was ist denn das Weiße da vorne? Achso, ist das Schaukelpferd. Ja, aus der Perspektive war das ein bisschen schwer zu sehen. Aber da will ich noch kurz gucken, ob das wirklich eine Tür ist, ansonsten müssen wir halt dann durch die... durch das andere. Aber ich glaube, das hier ist auch eine Tür. Vielleicht ist es auch nur eine Nische. Aber... ja, hier kann er nichts machen. Also wie gesagt, die Musik ist auf jeden Fall cool. Dann gehe ich jetzt natürlich noch zum Klavier. Weil das Laufen ist manchmal ein bisschen schwer hinzukriegen. Weil man muss halt da ganz schnell nochmal dann auf den Pfeiltaste drücken. Wie gesagt, das Klavier will ich mir noch anschauen. Gehe natürlich nicht sofort runter. Wir lesen erst das Buch und so. Und die Knarre, würde ich sagen, heben wir uns auf. Wer weiß, ob das das Klavier ist, das wir finden sollen. Nichts hier. Nichts hier. Nichts hier. Ist ja wirklich nichts. Nirgendwo.
Ich sehe doch da so eine Art Klinge. Vielleicht hier. Aha, dachte ich mir doch, dass hier was ist. Wir finden einen Brief. Das ist bestimmt der Brief von Jeremy. Ja, ich denke, dass das hier... Das sieht mir halt aus wie eine Klinge, aber anscheinend ist es keine. Okay, dann lesen wir jetzt erstmal. Ein Brief, ein Buch, eine Schrotflinte. Also ich weiß nicht, ob es eine Schrotflinte ist, aber auf jeden Fall ein Gewehr und... Eben der alte Teppich und die Öllampe. Okay, ich lese erstmal das Buch, würde ich sagen. Fragment of the Myth of the Golden Fleece. Translation Edouard de Villban. Hesperides Publications. Ja, wie immer werde ich übersetzen. Das ist ein Fragment von dem Mythos von dem goldenen Vlies. Eine Übersetzung von Edouard de Pilban, einem Franzosen offensichtlich. Then Perseus came across Ichios, who had been turned into stone. He spoke to his companions and said, Beware of the Medusa. He who looks into their eyes is doomed to the same fate as that which befell poor Ichios, and will never more set eyes on Seraphos. Must we go blindfolded? Asked Imalopes. Take up your bronze shields and polish them until they flash in the sun, answered Perseus. Fill your hearts with courage. Okay, das ist also die alte griechische Sage von Perseus und der Medusa, eben über das goldene Vlies. Perseus kam nach Ichios, oder kam zu Ichios, der in Stein verwandelt wurde. Er sprach zu seinen Begleitern, hütet euch vor der Medusa. Wer in ihre Augen schaut, wird dasselbe Schicksal erleiden wie der arme Ichios und wird nie mehr seine Augen nach Seraphos richten können. Ich glaube, das ist die Heimat. Und ein Mann namens Imelops hat ihn dann gefragt, ob sie blind gehen müssen. Und seine Antwort war, erhebt eure bronzenen Schilde, damit sie das Licht der Sonne spiegeln, und füllt eure Herzen mit Mut. May Artemis guide us, as though we were an arrow from her quiver. Möge Artemis uns führen wie einen Pfeil von ihrem Quiver, weiß ich gerade nicht. Eigentlich wäre es ein Bogen, aber das wäre ja Bow. Also von ich übersetze mit ihrem Bogen. Ich weiß, dass es ein Originalwort ist. But Imalopes was not satisfied. Why do that, Perseus? Is 3 inches of sharpened metal not enough to destroy these accursed creatures? Then Perseus drew his sword, which shone and glittered in the sun, and with it he dazzled Imalopes. Now what can you see? The companions of Zeus' sons laughed. Let us set to work, so that our shields may shine like mirrors. Imelops war noch nicht zufrieden, hat Perseus gefragt, warum sie das tun sollen, ob 3 Meter, also 3 Inches, Inches sind ja keine Meter, 3 Inches von geschärftem Metall nicht reichen, um so eine verfluchte Kreatur zu töten, also in dem Fall die Medusa. Und ja, Perseus hat als Antwort sein Schwert gehoben, was in der Sonne geglitzert hat, und hat damit Imelops, ich würde deshalb mit verwirrt übersetzen, also halt geblendet, und ihn gefragt, was er sehen kann. Und seine sonstigen Begleiter haben gelacht, von Zeus Sohn, ja, Perseus ist Sohn von Zeus, und haben dann gesagt, lasst uns an die Arbeit gehen und lasst uns unsere Schilde scheinen wie Spiegel. Das ist bestimmt die Antwort auf ein Rätsel. Mehr stand da jetzt nicht. Okay, was steht in dem Brief? They are coming! I have freed hellish forces, and now the price must be paid. Der Seto is the prey of evil. The sun has set. They will find my body, but will not have my soul. I can imagine the master's fury and the terror in the hearts of his slaves. I hear their footsteps.
Some may understand what I have done. May God forgive me. Farewell, Jeremy Hartwood. Das ist also der letzte Brief von dem guten Jeremy, bevor er sich umgebracht hat. Und man sieht, der gute Mann hatte Angst, Todesangst. Sie kommen. Ich habe höllische Mächte freigelassen und das ist jetzt der Preis, den ich zahlen muss. Der Seto ist die Beute des Bösen. Die Sonne ist aufgegangen, sie werden meinen Körper finden, aber sie werden nicht meine Seele haben. Ich kann mir vorstellen, kann mir die Wut des Meisters vorstellen und die Angst in den Herzen seiner Sklaven. Ich höre ihre Schritte. Einige werden vielleicht verstehen, was ich tun musste. Möge Gott mir vergeben. Also das war sein letzter Brief. Er hat sich umgebracht, damit die Kreaturen ihn nicht erwischen, offensichtlich. Offensichtlich hat er schwarze Magie oder irgendwas benutzt, weil er sagt ja am Anfang, er hat höllische Mächte entfesselt. Und er spricht hier von einem Meister. Die Wut des Meisters, die anscheinend sehr großen Einfluss hat, gerade auf seine Sklaven. Wir wissen natürlich nicht, wer dieser Meister ist. Das ist schlecht. Und übrigens, toll, Jeremy, hast du super Sachen anscheinend gemacht. Okay. Dann haben wir beides gelesen. Die Stimmen finde ich übrigens immer noch sehr gut. Und ich glaube, mehr ist hier oben nicht. Das heißt, wir müssen uns jetzt nach unten begeben. Da gehe ich gar nicht so gerne hin nach dem einen Zombie. Aber wir werden es tun. Ich werde es von hier gleich öffnen. Ich will nur nicht direkt aufstehen. Nein, hier lang. Scheinbar nicht. Machen wir es von der anderen Seite. Das Ding ist ja vorher aufgegangen. Wieso nicht, Edward? Okay, vielleicht haben wir hier schon ein Rätsel, um die Falltür zu öffnen. Also, was hatten wir jetzt? Das Buch war vom goldenen Vlies mit dem Spiegel. Wir haben eine leere Öllampe, ein Gewehr und diesen alten Teppich. Also ich glaube, Cover ist Teppich. Oder es ist halt eine Abdeckung. Ich habe gerade eine interessante Idee. Ich hoffe, sie ist interessant. Und zwar, ob wir das Fenster abdecken müssen. Es hieß ja von Emily, warum der Jeremy das Fenster mit einem alten Schrank verdeckt hat. Ich habe damals leider linke Fenster vorgelesen, also gestern, das war natürlich falsch. Das heißt, wir pushen mal. Aber wir können den Schrank bewegen. Vors Fenster. Da hat sich gerade was getan. Können wir vielleicht jetzt die Falltür öffnen? Nein, vielleicht haben wir es nicht korrekt gemacht. Vielleicht war es zu weit versehentlich. Das heißt, ich gehe nochmal auf Push. Ja, wie gesagt, die Grafik sind mir noch ein bisschen seltsam, aber ganz ehrlich. Und das. Ja, vielleicht, das ist ja nicht direkt vorm Fenster. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen. Weitermachen. Mir gefällt der Ton hier nicht. Ist denn so direkt vorm Fenster? Nein, noch nicht. Ja, das sieht man natürlich aus der anderen Kameraperspektive nicht so gut. So vielleicht.
könnte jetzt ein bisschen dauern. Ich bin ja kein wahnsinnig perfekter Rätsler. Ja, so ist es davor. Probiere ich es noch hier weiter vorzutun, also direkt vors Fenster. Das geht nicht. Okay. Ist denn jetzt noch was im Schrank drin? Eigentlich dürfte da nichts drin sein. Wir haben ja reingeschaut, aber nur zur Sicherheit. Nein, nichts Wichtiges. Also wir haben irgendwas bewirkt, indem wir den Schrank davor geschoben haben, aber leider weiß ich nicht was. Wir könnten jetzt natürlich nochmal versuchen, die Falte zu öffnen. Nee. Da geht nichts. Okay. Ist denn hier jetzt beim Klavier vielleicht noch was? Wenn wir... Ich bin ja nicht direkt die Usen. Nee, hier steht nur nichts mehr da. Gibt es denn irgendwas, was wir übersehen haben? Also hier ist die Truhe, die haben wir geöffnet, da war die Knarre drin. Und hier hinten war die Bibliothek, wo wir das Buch über die griechische Sage her haben. Ich guck mal, ob hier noch weitere wichtige Bücher sind. Nein, nichts Wichtiges. Und hier ist auch nichts Wichtiges. Vielleicht müssen wir noch was mit dem Teppich machen, den wir ja gefunden haben im Schrank. Was ist denn, wenn wir den Teppich wieder in den Schrank packen? Sofern wir das können, sofern das nicht sofort zumacht. Er macht sofort zu. Okay, ich nehme jetzt mal den alten Teppich, mach mal Drop. There's no room, da ist kein Platz. Was ist denn, wenn wir den Teppich hier auf den anderen Teppich packen? Nein, Teppich. Da muss man also immer anwählen, gut zu wissen. Das geht, aber da scheint sich nichts zu tun. Okay. Ist irgendwas auf dem Tisch noch? Nichts Wichtiges. Nichts Wichtiges. Ja, das ist halt teilweise schwer zu sehen mit den Kamerawinkeln. Da scheint nichts zu sein. Was ist denn, wenn wir den Teppich auf die Falltür legen? Sieht dann vielleicht auf. Ja, keine Ahnung, das Laufen scheint nicht immer zu funktionieren. Nein. Vielleicht runtergehen. Da scheint sich auch nichts zu tun. Ich hätte noch eine andere Idee. Dazu müssen wir aber den Schrank nochmal wegschieben. Und zwar, dass wir das Fenster mit dem Teppich verdecken. Das heißt, ich hoffe, wir können den Schrank noch wegschieben. Ansonsten müssten wir neu laden.
Ja, wir können ihn nochmal wegschicken. Und da ist es gerade ein Bildfehler zu sehen. So. Was ist denn jetzt, wenn wir hier den Teppich benutzen? Ja, leider hängen wir hier gerade rum, ich weiß schon. There's no room, kein Platz. Dann schiebe ich mal den Schrank noch weiter weg. Achso, Actions. So. Hier dürfte er etwa vorher gestanden haben. Ein Platz. Bisschen weiter weg hier. Da auslege. Er tut sich nicht. Also mein Gefühl ist. Hier kommen immer wieder diese Töne. Mein Gefühl ist, man muss mit dem Schrank genau richtig das Ding zustellen. Also das Fenster zustellen und dann kommt man runter. Das ist mein Gefühl. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Leider geht uns die Zeit aus. Wir haben jetzt nur noch 4 Minuten. Das heißt, ich war jetzt mal bewusst auf den Ton. Kommt kein Ton mehr, das ist schlecht. Das war der Ton eines Monsters, glaube ich. Hört mir übrigens nicht so sehr. Also so ist er auf jeden Fall genau an der Wand. Jetzt kommt kein Geräusch mehr. Will ich ihn hier nochmal näher an die Wand zu schieben? Mehr geht nicht. Ja, ich muss sagen, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch hier. Ich bin halt, wie gesagt, nicht gerade der perfekte Rätsler. Ich glaube, wir haben hier alles gefunden. Aber ich weiß nicht, wie wir runterkommen. Vielleicht hätten wir auch erst das machen sollen, danach den Zombie töten, aber... Kann ich irgendwas mit dem Stuhl machen? Okay, der schiebt weg. Vielleicht ist es auch ein Hinweis, dass er den Stuhl wegschiebt. Nein, nicht Fight. Ich wollte Search. Vielleicht ist es auch ein Hinweis, dass er den Stuhl wegschiebt. Vielleicht. Was ist denn, wenn wir den Teppich auf den Stuhl packen? Ja, ich probiere jetzt hier mal ein paar etwas merkwürdige Kombis aus. Es geht nicht, da ist kein Platz. Er liegt also nur auf dem Boden. Was ist, wenn wir den Stuhl... Das sieht ein bisschen albern aus mit dem Stuhl. Was ist, wenn wir den Stuhl... Hängen da fest? Was ist, wenn wir den Stuhl auf die Ding stellen, auf die Falltür stellen? So. Ja, da tut sich scheinbar gar nichts. Vielleicht bin ich auch voll auf dem Holzweg mit dem Stuhl. Okay, ich schiebe ihn mal wieder weg. Muss mal hier hin. Ja, keine Ahnung. Ich stehe hier gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Das ist ein bisschen schade. Wir müssen leider jetzt auch aufhören. Das heißt, wir werden speichern. Safe Game.
Oh nein. So, Save Game. Und jetzt benenne ich hier schon um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben nicht komplett gar nichts geschafft. Wir haben nämlich zumindest die beiden Sachen gefunden, eine Waffe gefunden. Also wir haben nicht gar nichts geschafft. Ich denke, der Schrank ist auf jeden Fall eine gute Idee, da gleich hinzuschieben. Aber anscheinend, ich denke, irgendwas fehlt noch. Ich denke da immer noch an den Teppich, aber ich habe keine Ahnung, wo man ihn hin tun muss. Weil ich sehr stark glaube, dass wir jetzt nach unten müssen. Wenn ihr Ideen habt, natürlich gerne in die Kommentare. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wäre natürlich froh, wenn ihr später bei den anderen Folgen auch wieder dabei wärt. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.